Eine Reise, die über Worte hinausgeht. Ein Problem, eine Lösung. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua und ich komme heute, um mit euch noch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Heute werde ich mit dir zwei besondere Lektionen besprechen, Nummer 79 und Nummer 80. Vielleicht erinnerst du dich, dass die Lektionen sagten, lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann, Lektion 79, und lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind, Lektion 80. Aufbauend auf allem, was ich bisher bereits mitgeteilt habe, ist Lektion 80 diejenige, die die wirkliche Essenz dessen enthält, was du erfahren musst. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. In Wahrheit hast du keine Probleme. Wirklich, alle Probleme, von denen du möglicherweise denkst, dass du sie jetzt hast, alle Probleme, die du in dem gehabt hast, was du als Vergangenheit bezeichnest oder welchen du entgegensiehst in dem, was du die Zukunft nennst, existieren nicht. Hierüber hast du keine Wahl. Du bist frei zu sein, was du sein möchtest und frei dir vorzustellen, was du dir vorstellen möchtest. Tatsächlich kannst du dir vorstellen, dass du Probleme hast. Es ist auf dieser Erde geradezu üblich, sich vorzustellen, dass tatsächlich Probleme existieren. Aber in Wahrheit hast du keine, weil du sie nicht haben kannst. Höre mir sehr genau zu. Hierüber hast du keine Wahl. Warum kann ich das so sagen? Lektion 79 sagte, dass alle Probleme eins sind, in Klammern 17. Du hast ein Problem und dies ist das Problem der Trennung. Egal in welcher Form du dir vorstellst, dass du ein Problem hast, es ist schließlich immer ein Glaube, dass du getrennt sein kannst, dass das, was gleich ist, anders sein kann. Da du denkst, dass Dinge getrennt sein können, glaubst du auch daran, dass es Konflikt gibt. Versuche dir vorzustellen, dass du weißt, wenn auch nur in deinem Denken, dass das, was gleich ist, das Gleiche ist. Wo könnte es dann Konflikt geben? Versuche dir vorzustellen und zu fühlen, während du das tust, dass das, was du als getrennt wahrnimmst, als anders als du, in der Tat überhaupt nicht anders ist als du oder getrennt von dir, sondern tatsächlich dein Selbst ist. Wo könnte es Konflikt geben? In Wirklichkeit kann das nicht sein. Dein ganzer Groll basiert auf einem Glauben, dass das, was gleich ist, anders sein kann. Er basiert auf dem Glauben, dass du in deinem Leben von etwas anderem getrennt sein kannst. Sogar das Wort anders deutet Trennung an, nicht wahr? Wenn du also Groll hegst, wünschst du dir tatsächlich, wie wir sagten, dass etwas anderes, etwas, das du als getrennt von dir selbst wahrnimmst, irgendwie anders sein könnte. Sei es ein Aspekt deines Lebens, sei es das Verhalten von jemandem, den du als getrennt von dir wahrnimmst, ein Kind, ein Familienmitglied, ein Ehepartner, ein Liebhaber, ein Feind. Immer wünschst du dir, dass jemand anderer etwas Getrenntes anders sein soll. Versuche das Gesagte einen Augenblick lang zu fühlen, dass du weißt, dass anders kein Wort ist, das deine Erfahrung überhaupt erreichen kann. Stelle dir vor und fühle für einen Augenblick, dass nichts anders sein kann, dass nichts außerhalb deiner selbst sein kann. Wie könntest du dir dann vorstellen zu wollen, dass das, was du bist, irgendwie anders sein soll als das, was du bist? Das ist der Grund, weshalb wir sagen, dass das, was gleich ist, das Gleiche ist. Und was dasselbe ist, kann nicht anders sein. Alle deine Probleme basieren also auf einem Glauben an Trennung. Und die Antwort zu all deinen Problemen ist etwas, worüber du keine Wahl hast, denn du bist der Sohn Gottes. Und als Gottes Sohn bist du Teil von Gott. Und Gott ist einfach nur. Wenn wir sagen ist, bedeutet das, dass Gott die gesamte Existenz ist. Du bist Gott. All die du als deine Brüder wahrnimmst, sind Gott.
Ebenso alles, was du als Natur erlebst, ist Gott. Denn alles ist die schöpferische Energie des Universums und alles ist eins. Es kann so erscheinen, als gäbe es Variationen in ihrem Ausdruck, in der Form, die das Einssein annimmt. Aber schlussendlich ist alles eins. Das kannst du nicht verändern. Sei nicht bestürzt, sondern freue dich, denn es gibt nichts, was du tun kannst, um dich jemals von dem Einssein, der Schönheit und der Fülle, die Gott ist, zu trennen. Sogar deine törichten Vorstellungen können dich nicht von deinem Einssein von Gott trennen. Oh ja, du kannst dir so etwas vorstellen, doch deine Vorstellungen verändern überhaupt nichts. Einige Kapitel im Text handeln von Träumen und vom Erwachen aus den Träumen. Wenn du möchtest, denke so darüber. In deinen Träumen kannst du von Problemen träumen. Du kannst von Trennung, Isolation und Unterschiedlichkeit träumen. Doch dann, wenn du erwachst, wirst du in deiner Erkenntnis sofort wissen, dass Träume nur Vorstellungen sind, dass dieser Traum nicht wahr war, dass es nur ein Traum war. Jedes Mal, wenn du gewahr wirst, dass du ein Problem hast, sei es das, was du ein bedeutendes oder ein äußerst geringes nennst, jedes Mal, wenn du überhaupt irgendein Problem wahrnimmst, stellst du dir nur Trennung vor. Dieses gilt für jedes Problem, das du dir vorstellen kannst. Für Feinde, sogar für Todfeinde, die dich töten oder zerstören könnten. Für andere Länder, die dein Land zerstören könnten. Für Personen, die du Freunde nennst, die dich verraten könnten. Für die subtilen Dinge in deinem Leben. Für den Glauben, dass du nicht genug Geld oder Lebensmittel haben könntest. Für die geringfügigen Dinge, die einen Seufzer der Müdigkeit oder eine Andeutung von Entmutigung für etwas so Einfaches wie das Stoßen deiner Zehe oder das Klemmen deines Fingers, für das Herunterfallen einiger Haare von deinem Kopf, wenn du deine Haare wäschst. Das alles ist nur dein Traum. Das alles sind nur deine Vorstellungen. Das alles ist nur dein Versuch, so zu tun, als ob deine Probleme nicht gelöst sind. Das alles ist nur dein Versuch, so zu tun, als ob du irgendwie anders sein könntest oder getrennt von etwas in deinem Dasein. Wieder sage ich dir, das kann nicht sein, denn es gibt nur Einssein. Es gibt nur Ganzheit. Du bist Teil dieses Einsseins und Teil der Vollständigkeit. Obwohl du dir alle Arten von Problemen vorstellst, kannst du das Einssein und die Schönheit, die du als Gottes Sohn bist, nicht verändern. Versuche, wenn du kannst, deinem Denken vorzugeben, dir vorzustellen, zu tagträumen, wenn du willst, dass alles, was du erlebst, alles in deiner Welt tatsächlich nicht bloß wie du ist. Nicht nur ein Teil von dir ist, sondern faktisch du ist, dein Selbst. Versuche es dir vorzustellen, zu tagträumen, wenn du willst, wie es sich anfühlt zu wissen, dass deine Welt wirklich du ist. Für dich selbst hast du absolute Macht. Eine deiner Lektionen sagte, meine Erlösung kommt von mir, Lektion 70. Das ist wahrhaftig so. Sie kann von nirgendwo sonst kommen, weil es nichts anderes gibt. Erlaube dir, wenn du kannst, in deinem Tagtraum zu erkennen, was ich sage. Deine Erlösung, dein Frieden, deine Freude, deine Freiheit gehören dir. Hierüber hast du keine Wahl, weil alles, was du erfährst, du ist und deine Wahl ist. Du kannst von Problemen und von Trennung träumen, wie wir sagten, aber in deinem Erwachen, in deiner Wahrheit hast du absolute Macht über deine gesamte Existenz, denn du bist der Sohn Gottes. Sogar in deinen Vorstellungen hast du die Macht über genau diese Vorstellungen. Also gibt es auch in deinen Illusionen nichts, was dir anscheinend geschehen kann, was du nicht in deinem Traum gewählt und dir vorgestellt hast. In Wahrheit oder Illusion gibt es nie einen Zeitpunkt, in dem du ein Problem hast. In Wahrheit oder Illusion gibt es nie einen Moment, in dem das, was du bist,
sich von dir unterscheiden könnte. Wahrhaftig, es kann nicht sein. So dränge ich dich, so oft du kannst, von Freiheit und Macht zu träumen, sogar innerhalb deiner Illusionen. Tagträume, dass alles, was dir geschieht, in der Tat du selbst ist, in der Tat deine Wahl ist. Nichts kann dir geschehen, ausgenommen, dass du es wählst, es beanspruchst und es erschaffst. Tagträume darüber, dass auch die Dinge, die du Probleme nennst, Tagträume, dass sie deine eigene Wahl sind. Auch wenn es sonderbar erscheint, dass du sie überhaupt wähltest, erkenne, dass sie tatsächlich deine Wahl sind. Was dir dann möglicherweise geschieht, wird das sein, was du eine doppelte Negation nennen könntest. Denn schon diese Welt, in der du lebst, von der du denkst, dass sie Wirklichkeit ist, ist ein Traum. Wenn du innerhalb des Traumes träumen kannst, kann dich dein Träumen innerhalb deines Traumes zur Wirklichkeit zurückführen. Wenn du innerhalb deines Traums davon träumen kannst, was deine Wirklichkeit wahrhaftig ist, kannst du vielleicht die Türen öffnen, durch die du zur Wirklichkeit zurückgehen kannst. Es ist Teil dessen, was wir versuchen, in diesem Kurs zu tun, wenn wir sagen, dass dies ein Kurs der Geistesschulung ist. Wir lehren dich, deine Gedanken innerhalb dieser Gedankenwelt zu benutzen, um zurückzukehren zur Welt der Wirklichkeit, in der es allerdings keine Gedanken gibt, da Gedanken immer von Trennung handeln und nichts bedeuten. Um das für einen Augenblick zu veranschaulichen, sagten wir anfangs in den Lektionen, dass deine Gedanken nichts bedeuten. Lektion 10. Der Grund, warum sie keine Bedeutung haben, steht mit unserem heutigen Thema in Zusammenhang. Deine eigenen Gedanken sind deine eigenen Interpretationen. Sie basieren auf deinen eigenen Konzepten darüber, wer du bist. Das definiert in seinem Kern die Trennung. Also müssen deine Gedanken, deine eigenen Gedanken, ein Produkt deines Glaubens sein, dass du getrennt bist. Die Gedanken, die dein Selbstkonzept bilden und durch die du dir ermöglichst zu glauben, dass du getrennt bist, diese Gedanken sind alle Teil des gleichen Problems. Darum sagten wir, dass du über die Gedanken hinausgehen musst zu deiner Erfahrung. Du musst jenseits des Begriffes gehen, dass du ein getrenntes Wesen bist, hin zu der Erfahrung des Einssein. Durch das Zugehen auf das, was hinter diesen Gedanken und Konzepten liegt, wirst du erkennen, dass das Problem bereits gelöst worden ist. Dass alles nur ein Traum ist, der in einem Augenblick sterben wird, und zwar im Augenblick deines Erwachens. Wahrhaftig, ich sage dir, es ist genauso möglich, dass du in diesem Moment aufwachst und absolut frei bist, so wie es jedem möglich ist, von dem du dir vorstellst, dass er in dieser Welt schläft, aufzuwachen und aus seinem Traum auszubrechen in das, was du sein Bewusstsein nennst. Du kannst dich von diesem Traum der Illusionen befreien, genauso schnell und mit genau der gleichen Gewissheit. Höre mir aufmerksam zu. Du bekommst Einsichten, die zu dir kommen. Es sind kleine Stücke deines Erwachens aus deinem Traum. Heiße sie willkommen, sobald sie kommen. Fürchte sie nicht. Erlaube ihnen zu sein. Gliedere sie in dein Leben ein. Als Konzept kann es schwierig erscheinen, wenn ich zu dir sage, alles aus deinem Leben bist du. Die Annäherung, die wir in einem Kurs in Wundern benutzen, ist es zu sagen, es immer wieder zu sagen. Erneut darüber zu sprechen, es wieder zu betonen, sodass es jenseits deiner Gedanken deine Erfahrung werden wird. Wenn das geschieht, wirst du aus deinem Traum erwachen. Die heutigen Lektionen können dich deinem Erwachen näher bringen. Behandle sie deshalb nicht wie analytische Gedanken. Behandle sie nicht als etwas, worüber man diskutieren kann.
Behandle sie nicht als etwas, worüber man streiten kann. Denn all das gehört zum Ego. Behandle sie als etwas, das du erfahren willst, was du zu sein in dir akzeptieren willst. Versuche zu fühlen, was es bedeutet, zu erlauben, deine Welt zu sein. Versuche zu fühlen, was es bedeutet, zu wissen, dass du die totale Macht über deine gesamte Existenz hast, sei es Illusion oder sei es Wahrheit. Versuche, dieses in der Tiefe deines Seins zu fühlen, denn da, hinter deinen Gedanken, hinter deinem Analysieren, hinter deinen Ängsten, ist die Wahrheit dessen, was du bist. Und diese Wahrheit ist, dass das Gleiche ist. Und das, was eins ist, kann nicht getrennt sein. Und das, was Gottes Sohn ist, ist tatsächlich Gott und kann niemals getrennt von Gott oder von irgendeinem Aspekt der Schöpfung sein. Fühle dies täglich innerhalb deines Seins, von Augenblick zu Augenblick, Stunde um Stunde. Lass es fließen in dem, was du bist. Du bist der Sohn Gottes. Und nichts kann von dir getrennt sein. Nicht ein winziger Aspekt deiner Erfahrung. Denn du bist der Gott deines eigenen Seins. Alles ist eins. Alles ist Liebe. Alles ist Frieden ohne Konflikt und alles ist Freude. Alles, was du tun kannst, um zu verhindern, dass du all das erfährst, ist vergeblich davon zu träumen, dass es nicht dir gehört. Beherzige das und freue dich. Denn ich sage dir, dieser Traum, der Traum deiner Illusion, dass du getrennt sein könntest, wird sterben. Er segnet schneller das Zeitliche, als du es dir vorstellen kannst. Bald wirst du frei werden, um der Sohn Gottes zu sein. Seid alle gesegnet, das ist alles.